Willkommen zurück zu Pokémon LP. Ja, ich würde es am liebsten immer so abkürzen und wir müssen das hier mal geschwind feststellen. Danke sehr. Aber so geht es gar nicht. Das ist ständig der Fokus, meinen durchzudrehen. So. Wen haben wir hier? Also ihr kennt meine Strategie aus dem letzten Part. Ich setze hauptsächlich Geist-Pokémon ein, von denen wir ja zwei haben, weil mit denen kommen wir hier super gut durch. Ich meine, Geistattacken mögen zwar nicht sehr effektiv sein, gegen die meisten Kampf-Pokémon, gegen das hier schon, aber die Kampf-Pokémon können uns einfach nichts. Die können uns nicht wehtun. Ist für die traurig, für uns aber gut. Und deswegen bin ich eigentlich voller Zuversicht, dass wir die Arena hier in dem Part jetzt schaffen werden. Das ist ja jetzt der wievielte Part eigentlich? Wir gehen auf die 30 zu, das finde ich ein bisschen erstaunlich. Ist das Spiel also doch nicht so kurz. So, und ich glaube, das ist auch schon der letzte Trainer. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn meine Bücher sich nicht irren. Hat eigentlich irgendeiner von euch vor, und das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn sie aktiviert sind, das ist ja auch so eine Sache. Weil bei Pokémon werden sie immer sind sie zuerst nicht offen, da muss ich sie erst noch öffnen. Und bei FIFA aber nicht. Bei FIFA geht es alles so, wie es sein sollte. Wie ich es auch eingestellt habe in diesen Voreinstellungen. Standardeinstellungen, genau. Aber jetzt mal eine Frage an euch. Kauft sich irgendjemand von euch den Spielberater zu diesen Spielen? Weil ich hatte ja den Originalspielberater von Diamant und Perl, habe den aber mittlerweile verkauft, weil Internet. Ja, das ist eigentlich eine ist eigentlich ein gutes Stichwort, das Thema Internet, weil mittlerweile kann man sich ja eigentlich alles, was man zu spielen wissen will, man kann sich komplette Komplettlösungen, das klingt blöd, also man kann sich ganze Komplettlösungen aus dem Internet downloaden und braucht eigentlich keinen Spielberater mehr. Der einzige Grund, warum Spielberater gedruckt werden, es gibt zwei. Einmal natürlich die Hardcore-Fans, die sich einfach alles kaufen. Ich gehöre nicht dazu. Und natürlich, einfach um Geld zu scheppeln. Man muss ja in Zeiten, in denen Printprodukte eh nicht mehr so angefragt sind, muss man ja die Leute, die da beschäftigt sind, bei Stange halten. Nehme ich mal ganz stark an. Oder gibt es Spielberater auch als PDF? Das wäre interessant herauszufinden. Das wäre doch sicherlich ein Thema für Galileo Mystery. Ohne Scheiß. Aber kein Mystery ist hier hingegen, dass wir das Ganze jetzt geschafft haben. Mit dem Kampf hier. Und ich glaube, jetzt gilt es, das Rätsel zu lösen. Das wahrscheinlich kein wirkliches Rätsel ist. Beziehungsweise doch, es war nervtötend, das nach langer Zeit mal wieder zu machen. So, und ich habe recht, hier ist keine einzige Seele mehr, die gegen uns kämpfen möchte. Also gut, mit der Zeit lösen wir das Ganze. Ja gut, das ist soweit schon mal gelöst. So, das kann man hier so verschieben, dann können wir da durch. Und ja, das können wir auch verschieben, sehr gut. Meine Güte, es ist kein Monat her, dass ich das gelöst habe. Jetzt stell dich mal nicht so an, Junge. Also, da gehen es dann runter und rüber und dann können wir dann nicht durch. Okay, das ist schon mal blöd. Aber wir können ja in die andere Sektion reingehen. Das ist vielleicht gar nicht mal so gut, was ich hier gemacht habe, aber scheiß drauf. So, zack und zack. Was auch immer es bringen mag. Ne, jetzt können wir das hier nämlich verschieben. Dann können wir wahrscheinlich von der anderen Seite wieder rüber und können das Ganze wieder gerade rücken. Nein, können wir nicht. Ja, traurig. Ah doch, können wir. Ist okay, gut. Gut, nicht zu voreilig urteilen, das bringt gar nichts. So, dann runter und... Ja, das ist scheißegal. Und dann gehen wir da runter und gehen da rüber und gehen da hoch und dann gehen wir wieder da runter und dann da rüber und dann, ja, und...
Dann geht es da runter und dann schiebt man das Ganze. Das können wir hier eigentlich machen. Ist ja eine unsichtbare Wand, ich weiß es nicht. So, dann eben mal außenrum. So, so sieht das Ganze schön aus. Und dann schieben wir das Ganze wieder darüber. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Rätsel nimmt mehr Zeit in Anspruch als die Kämpfe in der Arena. Also, das ist strange. So, dann verschieben wir das. Dann müssten wir eigentlich soweit durchkommen und können dann auch die zweite Sache da, die zur Arena-Leiter, die den Arena-Leiter von uns trennt. Ich sage einfach Arena-Leiter zu, weil es ja genauso wie offizielle Titel wie Bundeskanzler und Lehrer, die eigentlich, geschlechtsneutral immer maskulin sind, aber ja. Political oder Gender Correctness, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Jedenfalls haben wir hier, glaube ich, Hilda heißt sie, oder? Sag uns, wie du heißt. Ach, Hilda, okay, ich habe mich nicht geirrt. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich bin ja Rennleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht. Ja, super, dann bist du ja hier perfekt dafür geeignet, Rennleiterin zu sein. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es zu erinnert. Okay, gut, ja, natürlich, ja, gut. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und die Rolle so gut ausfüllen, wie ich kann. Da kann kommen, wer will. Ich muss auch sagen, ich war ja auch vor kurzem im Betriebswirtkurs. Und da ist ja eine der Voraussetzungen, dass man Meister ist in irgendeinem Handwerk. Und da habe ich auch mit jemandem gesprochen, der nicht wusste, wie er zum Meister geworden ist. Also das ist keine Seltenheit. Das ist, also da möchte diese Arenaleiterin, möchte ich da jetzt nicht verurteilen für. So, das ist natürlich sehr schön, dass sie hier mit Mediti zum Anfang kommt und das zieht sie sofort zurück. Super, toll. Ja. Ich meine, der richtige Brocken, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hat sogar einen Lucario. Das könnte durchaus schwierig werden, weil Lucario ist vom Typ Stahl. Aber ja, wir wollen jetzt hier noch nicht den Teufel an die Wand malen, nicht wahr, Leute? So, es gibt ein Level-Up zu feiern und Finale. Ne, ich bin kein Fan von Finale, weil das Ding sich das ist Selbstmord. Also, das ist eigentlich unglaublich, wie sowas in ein Kinderspiel eigentlich reinschafft hier. Eine Attacke, mit der man sich selbst umbringt. Also, das ist sehr böse. So, setzen wir doch einfach mal Phantomkraft ein, um das besser zu verteilen. Okay, es ist eine über zwei Runden. Er spielt so selten mit Geist-Pokémon. Das ist mein allererstes Mal mit Trifft Zeppeli. Also ich bitte um Verständnis. Ah, hat der Schutzschild nichts gebracht. So, das ist schon mal sehr gut soweit. Und ich würde sagen, wir setzen einfach Erik ein, weil Feuer haut das Ding komplett weg. Also auch auf dieser Arenenleiterin waren wir gut vorbereitet. Das ist mein Fazit, das ich daraus ziehe. Der Kampf ist noch nicht zu Ende, aber er ist kurz davor zu enden. Frau mit den rosa Haaren. So. Nehmen wir an, dass ich schneller sein werde. Ich glaube nicht, dass wir das mit einer Feuerattacke gleich komplett erledigen. Ja, ich hatte recht. Ich hatte sowas von recht. Und dann setzt er auch noch Ableithieb ein, Mensch. Fiese Sau. Ja gut, dann eben... Steigerungshieb. Wobei ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Ich hätte vielleicht zweimal Steigerungshieb einsetzen sollen. So erledigt sich das Ganze und wir müssen uns was anderes einfallen lassen, weil darauf mit Sog kommen wir an Lucario nicht vorbei. Ja. Daneben mit Kaskade. Aber so, ja, jetzt den Trank ein. Okay, das dauert doch etwas länger. Aber wir haben ja immer 15 Minuten Sendezeit, daher ist ja alles gut.
Gott, auch wenn es nicht viel ausmacht, ist es ärgerlich, weil ich glaube, es hat nochmal einen zweiten Hypertrank. Also wird der Kampf künstlich in die Länge gezogen, weil ich zu blöd war, das strategisch mit Steigerungshieb besser zu timen oder sowas in der Art. Weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist einfach nur scheiße gelaufen. Aber wenn es unsere unsere einzige Sorge ist, wie wir hier durchkommen, dann ja, hat sich das doch souverän durchgekommen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal den Kampf gewinnen. Jetzt kann es auf jeden Fall keinen Hypertrank mehr einsetzen. Das heißt, ich hoffe doch sehr, dass sich das Ganze jetzt nach dieser Runde erledigt hat. Ja, schön, Lucario, hast du gut gemacht. Es ist doch hoffentlich Schluss. Jawohl. Ja, schade um Panpyro, dass es keine Erfahrungspunkte kriegt. Dafür geht Sam auf 28 und Luca auf 30. Jawohl. Da kann man schon mal ein Bierchen trinken. Ich muss die Niederlage akzeptieren. Du bist einfach zu stark. Ja, das war ich auch. Okay, du hast gewonnen. Ist schon eine Weile her, dass mir jemand in einem Pokémon-Kampf das Wasser reichen konnte. Das war sehr lehrreich. Jedenfalls hast du hier deinen Orden redlich verdient. Ja, du hast den Orden verdient. Genau, jetzt geht der Orden hier rein. Geh zu, du erhältst den Bergorden von Hilda. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier so singe, wie eine Ziege. Ich sollte wohl besser auch erklären, was dieser Orden bewirkt. Ja, VM-Attacke fliegen und, wie sieht's aus mit Leveln von Pokémon? Ach, Gottes Willen, ey. Ja, TM60, das ist sehr schön. Mann, bin ich hungrig, okay. Ja. Wir wollen keine Zeit verlieren. Glücklicherweise können wir jetzt hier straight wieder durchgehen. Und raus mit uns. Lukas, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Meine Güte, was bist du für eine? Bitte, du musst mir helfen. Ja, ich warte vor der Lagerhalle auf dich. Und das Witzige ist, die stehen immer noch vor der Lagerhalle. Also das sind mal Gangster aus dem Lehrbuch. Also das kann auch nur Pokémon sein, was wir hier gerade spielen. Ach ja, übrigens, ganz wichtig. Das ist ja hier Modewelt Metronom. Mussten sie ja ersetzen. Wie ihr es ja vielleicht schon wisst, damals gab es ja noch, also das ist eine der wenigen Veränderungen im Spiel. Damals in Diamant und Perl gab es ja noch eine Spielhalle, wurde ja Platin kastriert und in Hardgold auch kastriert, so halbwegs, und dann ab der 5. Generation vollkommen weggelassen. Hier kann man jetzt also sich schön modisch einkleiden. Problem ist leider nur, das kostet alles sau viel und ja. Wollt ihr so rumlaufen? Wollt ihr ernsthaft so rumlaufen? Freizeit. Ja, das will ich ein bisschen Variation reinbringen. Okay, kaufen wir mal hier dieses Frühlingsoutfit. So, jetzt sehen wir wenigstens etwas anders aus. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Ich würde sagen, so laufen wir die nächsten paar Parts rum. Obwohl ich schon das Stichwort Parts bringe. Ich gehe jetzt noch geschwind ins Pokémon Center rein und dann bin ich auch schon im Part. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.